Ich bin Verena Wried und natürlich wieder für euch Backstage unterwegs. Die DEKRA ist ja für die Sicherheit und für die technische Abnahme der DTM zuständig. Und heute bin ich im Einsatz für die DEKRA. Das bedeutet natürlich, ich muss mich jetzt erstmal informieren, was ich überhaupt tun muss. Und da findet jetzt ein Briefing statt und da gehe ich jetzt hin. Die Frau Wried ist hier von DTM TV, wird als technische Helferin tätig sein. Der Herr Löske ist zuständig für die Waage, für die technische Abnahme hier unten. Und wir machen jetzt dann noch eine kleine Einweisung in die Waage, was da zu beachten ist für die technischen Helfer. Okay. Das ist auf jeden Fall eine unheimlich tolle Erfahrung, hier einmal für die DEKRA im Einsatz zu sein. Das muss ich zugeben. Aber ganz ungefährlich ist dieser Job hier nicht, oder? Ganz sicher nicht. Man muss schon aufpassen. Und wie gesagt, die Fahrer geben schon richtig Gas. Und die bremsen ja erst 20 Meter vor uns hier. Gibt es irgendeinen Fahrer, wo man so ein bisschen aufpassen sollte? Gibt es, aber den Namen verrate ich jetzt nicht. Das finde ich jetzt wahrscheinlich gleich raus, oder? Bestimmt. Okay, ich ziehe mich warm an. Es macht wirklich Spaß, auch mal die DTM-Fahrer rumzukommandieren. Aber wenn die so auf einen zudreschen, dann ist es auch ganz schön beängstigend, muss ich auch ehrlich zugeben. Aber bis jetzt macht es echt Spaß. Herr Dammert, ich habe jetzt hier das Gerät. Was genau muss ich denn damit machen? Mit dem Gerät werden die Reifen gescannt, die am Donnerstag den Teams ausgegeben werden. Aus Kostengründen hat jeder Fahrer 40 Reifen zur Verfügung, das sind also 10 Satz. Mit dem muss er das Wochenende haushalten. Und er soll auch keine Reifen verwenden, die vielleicht etwas anders manipuliert werden konnten. Also die DEKRA schaut ganz genau hin. Genau. Das war das spannendste freie Training, was ich hier erlebt habe. Die DEKRA sorgt für die Sicherheit bei der DTM, aber heute habe ich mir eher Sorgen gemacht um meine Sicherheit. Aber zum Glück ist alles gut gegangen und jetzt freue ich mich natürlich auf die DTM 2013. Bis dann, mach's gut, tschüss!